Guten Tag, hier ist der Alex. Im heutigen Video werde ich euch mal ein paar Tipps geben, wie ihr euch ein Trainingsgerät bauen könnt. Ihr seht es im Hintergrund schon, alle die meine alten Videos kennen, die kennen vielleicht auch noch das alte Trainingsgerüst. Ich habe das jetzt umgebaut. Erstens, weil das alte Gerüst zu instabil war, das hat ziemlich gewackelt. Und zweitens hatte es keinen Barren und keine Möglichkeit, die Fleck zu üben. Und das habe ich jetzt behoben. Hier ein Barren und da unten noch eine Stange für die Human Flag. Außerdem habe ich hier noch einen Balken eingebaut, um auch mit den Griffen ein wenig variieren zu können. Ich blende euch jetzt am besten erstmal eine Material- und eine Werkzeugliste ein, damit ihr seht, was ihr alles braucht, um so ein Gerüst bauen zu können. So, ich denke, die Zeit dürfte gereicht haben für alle. Wenn nicht, spult einfach mal noch ein Stückchen zurück, macht Pause und dann guckt euch das nochmal genau an. Als nächstes gibt es nochmal eine Liste, was ihr alles an Holz braucht. So, auch das sollte genügt haben. Wichtiger Tipp, bevor ihr überhaupt anfangt, euch irgendwas zu holen, überlegt euch erst, was ihr genau bauen wollt. Macht euch eine kleine Skizze, ruhig mit verschiedenen Abmaßen schon dran, damit ihr auch wisst, was ihr für Balken braucht. Ne? Ihr könnt euch, wenn ihr die Balken neu holt, im Baumarkt das gleich zurechtschneiden lassen. Eigentlich alles bis auf die Schrägen. Das werde ich euch aber noch zeigen, wie das funktioniert. Und wenn ihr euch das gleich zurechtschneiden lasst, dann habt ihr natürlich weniger Arbeit, das selbst zu schneiden. Wenn ihr dann alles zurechtgeschnitten habt, dann, was ich zum Beispiel vergessen habe, ja, bohrt zuerst diese Löcher, ja, damit ihr dann hier die Schrauben auch reinschrauben könnt. Und wenn das alles gemacht ist, dann könnt ihr die Holzlasur auftragen. Ja? Gerade wenn ihr das Gerüst draußen aufbaut, ist es sinnvoll, Holzlasur aufzutragen, damit das Gerät auch nicht nur ein Jahr hält und dann marode wird, sondern damit es eben auch ein bisschen länger hält. Gut, wenn ihr dann die Holzlasur aufgetragen habt, was ihr durchaus auch in mehreren Schichten machen solltet, also vielleicht zwei oder drei oder vier Schichten auftragen, dann könnt ihr einfach so anfangen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich damit begonnen, erstmal hier den längsten Balken zu nehmen und den Stützpfeiler für die Klimmzugstange darauf aufzuschrauben. Das heißt, ich habe den angelegt, habe das hier, glaube ich, bei 90 cm vom Anfang des Balkens hingelegt, habe die Winkel dran montiert, festgeschraubt und habe danach das ganze Ding hingestellt, habe das von der zweiten Person halten lassen, habe die Wasserwaage genommen, hier angelegt, das Ganze in Waage ausgerichtet, die zweite Person hat es gehalten und in der Zeit habe ich die erste Schräge hier unten zuerst angebohrt und dann hier oben angebohrt. Achtet darauf, bevor ihr das anschraubt, dass ihr das richtig anlegt, damit es hier gerade ist und hier auch gerade, ja, damit es also die Fläche gerade aufliegt. Wenn ihr die erste Schräge sozusagen eingebaut habt, dann ist der Balken eigentlich relativ stabil. Dann könnt ihr direkt die zweite hinterher bauen sozusagen, auch festschrauben. Dann habe ich das gleiche auf der zweiten Seite gemacht. Also wieder hingelegt, den Balken festgeschraubt, Schräge eingebaut, habe das Ganze dann hingestellt und diese seitliche Stütze noch mit eingebaut. Das natürlich auch wieder hier Wasserwaage anlegen, halten lassen, damit es auch in Waage ist, ja, und dann diese Stütze dran bauen. Als nächstes habe ich hier drüben, hier vorne, die beiden Balken miteinander verbunden. Ne? Achtet darauf, dass ihr vorne sowie hinten den gleichen Abstand habt, damit das Ganze nicht schief wird. Dann habe ich das hier mit Schrauben
durch das Brett in den Balken rein verbunden, habe das Ganze ausgerichtet, so dass die beiden Balken nebeneinander stehen, und ja, dann war eigentlich der erste Schritt schon getan. Als nächstes habe ich dann genau das gleiche mit den Stützpfeilern für den Barren gemacht. Ja, das heißt, ich habe die angeschraubt, habe dann diese Schrägen hier eingebaut. 1, 2, 3, 4. Dann die andere Seite 5 und 6. Das ist das, was bei der Holz-Checkliste die 6x40 cm Balken waren. Habe das Ganze festgemacht, habe danach den Balken hier verbunden, also die beiden Stützbalken der Barren hier verbunden, damit noch ein bisschen Stabilität reinkommt. Und ja, habe dann als nächstes die große Stange hier aufgebaut. Das ist die 1,80 Meter große Stange. Die habe ich jetzt nicht im gleichen Abstand wie da drüben aufgebaut. Ja, einerseits, weil das Rohr auf der Seite hier mit einer Schelle festgemacht ist, ja, weil der Balken ja hier noch nicht zu Ende ist. Und auf der anderen Seite, weil der Balken bei mir konisch zuläuft. Das hat den Vorteil, also für die, die nicht wissen, was konisch ist, auf der Seite ist er ein wenig enger, wie ihr das seht. Ellbogen bis Fingerspitze. Ja, und auf der Seite Ellbogen, und hier ist noch Platz zur Fingerspitze. Das heißt, der ist schräg gebaut. Das hat den Vorteil, dass ich einfach verschiedene Griffbreiten nutzen kann. Bei mir ist die Griffbreite an der engsten Stelle von Rohrmitte zu Rohrmitte 50 cm und hier glaube ich 5 oder 6 cm breiter. Ja? Das könnt ihr am besten vorher auch mal ausmessen. Geht in irgendeinen Park, wo Barren stehen, oder geht mal in eine Turnhalle, wo ihr den Barren einstellen könnt. Stellt euch das so ein, dass es für euch angenehm ist. Nehmt einen Zollstock mit und messt das Ganze aus, damit ihr wisst, wie breit ihr das bei euch bauen müsst. Ich habe dann diesen Balken, wie gesagt, festgemacht. Habe den hier unten natürlich genau so weit von dem Balken weggebaut, dass auch dieser Balken hier reinpasst. Ja, das heißt also, der Balken ist 1 Meter lang, unten der Abstand beträgt also auch 1 Meter. Ich habe zwischendurch immer darauf geachtet, dass alles in Waage ist, also immer schön Wasserwaage anhalten, damit hier nichts schief wird. Als nächstes habe ich dann hier unten die Edelstahlstange zurecht geflext. Das heißt, ich habe hier im 45 Grad Winkel ein Stück abgeflext. Auf der anderen Seite das gleiche, damit es auf diesen beiden Stützschrägen aufliegen kann, und habe das Ganze dann mit dem Edelstahlbohrer gebohrt. Auf jeder Seite zwei Löcher, wie ihr seht, und habe das Ganze dann festgeschraubt. Bei dieser Schräge ist das kein Problem, da habt ihr hier durch diese 45 Grad eine gerade Auflagefläche und dadurch wackelt das Ganze nicht. Ich habe das Ganze ja auch bei den runden Stangen gemacht. Das Problem ist, hier habt ihr halt keine gerade Auflagefläche, und deswegen hat das Ganze, als nur die Schrauben drin waren, ein bisschen gewackelt. Also es war fest, ja, aber wenn man hier eben dran gedreht hat, hat man gesehen, dass es sich bewegt hat. Das hat mir natürlich nicht gefallen, deswegen habe ich hier noch Lochband geholt und habe das Lochband dann hier festgemacht. Achtet dabei darauf, dass ihr das nicht bis ganz runter legt und hier komplett dran legt und dann festschraubt, dann habt ihr keine Spannung drauf, sondern dass ihr das halt hier oben abstehen lasst und dann schräg die Schraube reinbohrt. Ja? Dann könnt ihr, je tiefer die Schraube geschraubt wird, könnt ihr die Spannung auf das Lochband erhöhen und dadurch auch die Festigkeit. Und ihr seht jetzt, ich kann jetzt hier drehen und da bewegt sich überhaupt nichts mehr. Wenn ihr die Löcher in die Edelstahlstangen reinbohrt, geht bitte mit einer kleinen Drehzahl, ja, also mit wenig Umdrehung vom Bohrer an die Arbeit. Wenn ihr das schnell reinbohrt, dann brennt euch der Bohrer aus. Ihr habt das erste Loch zwar schnell durch, aber dann schafft ihr kein weiteres Loch mehr. Außerdem nicht unbedingt zu viel Druck drauf geben, ja, also nicht so viel Vorschub. Schön geschmeidig den Bohrer durch das Edelstahl bohren lassen. Nehmt euch auch ein bisschen Zeit dafür. Was auch wichtig ist, dass ihr das erstmal mit einem kleinen Bohrer vorbohrt. Ich habe ja 5 mm Schrauben und
habe im Endeffekt die Löcher mit einem 6 mm Edelstahlbohrer gebohrt, habe das Ganze aber erstmal mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt. Ja, der 3 mm Bohrer kommt etwas leichter rein, dann habt ihr ein kleines Loch schon und dann geht es mit dem 6 mm Bohrer auch etwas leichter. So, dann habe ich das Ganze auch mit der Klimmzugstange da oben genauso gemacht. Ja, also erst Löcher reingebohrt, dann die Schrauben rein und dann oben nochmal das Lochband mit zur Verstärkung eingebaut. So, und ja, wenn ihr dann soweit seid, dann habt ihr es eigentlich schon soweit fertig. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Achtet immer drauf, dass ihr die Schrauben alle fest genug zieht, aber nicht zu fest, weil nach fest kommt ab, das wisst ihr alle. Und wenn ihr jetzt in das Holz so weit reinbohrt, das halt ja, zu viel Druck, sag ich mal, ist, oder dass ihr zu weit reinbohrt, dann kann es sein, dass die Schraube das Holz einfach aufsprengt und dann könnt ihr die Schraube vergessen. Ja? Macht das nicht, sondern macht es eben so fest, dass es ausreicht und dann ist alles schick. Achtet bitte auch drauf, wenn ihr baut, dass ihr euch an die Sicherheitsvorkehrungen haltet. Das heißt, holt euch einen Gehörschutz, wenn ihr flext oder wenn ihr mit der Kreissäge sägt. Holt euch eine Schutzbrille, damit ihr keine Splitter in die Augen bekommt. Gerade bei dem Metall ist das sehr unschön, wenn das passiert. Gebt die paar Euro aus und achtet auf eure Gesundheit. Jetzt zeige ich euch noch kurz ein Video, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr diese Schrägen anfertigt, wie ihr die Löcher hier reinkriegt, damit ihr die auch gerade macht und auch durchkommt. Und ja, hoffe soweit, dass euch das Video ein bisschen geholfen hat, dass ihr jetzt ungefähr wisst, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr euch selber ein Trainingsgerät bauen wollt, und wünsche euch dabei natürlich viel Spaß, wenn ihr das vorhabt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. So, dann schauen wir uns mal an, wie wir jetzt hier die Löcher in die schrägen Balken reinbohren. Ich werde erstmal so anfangen, dass ich mit dem kleinen Viererbohrer von oben hier reinbohre, damit ich weiß, wo ich dann hier auf der anderen Seite den großen Bohrer ansetzen kann. Und dazu muss ich natürlich am Anfang erstmal gucken, dass ich auch durchkomme. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten bohre, komme ich hier nicht durch. Ja, das wäre also Quatsch. Das heißt, ich gehe so weit nach vorne, dass ich mit dem Bohrer hier wieder durchkomme. Ja? Das heißt, bleibe ich hier auf der Linie ungefähr, gehe ein Stückchen nach innen und bohre gerade rein und komme hier auf der anderen Seite durch. Okay? So, das gleiche mache ich hier drüben auch nochmal. So, auch da sind wir durch. So, jetzt wird der Bohrer gewechselt. Nehmen wir hier den großen 14er, spannen den ein. Ich setze das wieder an. Kamera mal kurz neu positionieren, damit ihr es auch seht. So. Mit dem bohre ich jetzt erstmal hier gerade ein kleines Stückchen rein. Und dann drehe ich ihn nach oben. So, hier ist natürlich nicht zu tief bohren, sonst ist das Loch komplett als 14er Loch durch, was ihr ja nicht wollt. Deswegen immer mal kontrollieren, reingucken, wie tief ihr seid. Und zur Sicherheit einfach mal eine Schraube reindrehen, gucken, wie weit die auf der anderen Seite rauskommt. Und dann seht ihr, ob das schon ausreicht oder ob ihr noch tiefer müsst. Und da hätten wir die beiden Löcher. Das müsst ihr jetzt natürlich nochmal mit Holzlasur einstreichen und ja, dann kann es verbaut werden. So, und bevor ich mich ganz verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. Nutzt wirklich überall die Wasserwaage. Ja? Also vor allem beim Barren, wenn ihr die Stange auflegt, hier nochmal die Wasserwaage auflegen, dann hier rüber, ja? Von hier nach dort und von hier nach dort die Wasserwaage nochmal auflegen, kontrollieren, dass es wirklich alles gerade ist. Und vor allem auch hier unten bei der Stange. Ja. In diese Richtung die Wasserwaage auflegen, gucken, dass es gerade ist. Hier könnt ihr es dann noch justieren, indem ihr es hier drüben ein Stückchen weiter nach oben zieht. Und
dass wenn das gerade ist, dann auch wirklich festmachen. Und was aber wichtig ist, vorher auch nochmal zwischen dieser Stange und dieser Stange die Wasserwaage anlegen, ja, damit auch die beiden Stangen direkt übereinander sind. Ja. Wenn ihr Fleck trainieren wollt, wäre das nicht so schön, wenn die eine Stange ein paar Zentimeter weiter drüben ist als die andere. Noch was zur Höhe von der Klimmzugstange. Ihr müsst das natürlich auf euer Körpergewicht anpassen. Ne? Ich selber bin 1,70 groß und kann hier ungefähr auf 2,20 Meter mit meinen Fingerspitzen hochreichen. Das heißt, die Stange sollte bei mir mindestens 2,20 Meter hoch sein. Ich habe ja in der Holzübersicht geschrieben, die Balken hier sind 2,20 Meter hoch bzw. lang. Dann stehen sie unten noch auf den 8 cm starken Unterbalken, das heißt 2,28 Meter. Die Stange ist 3 cm im Durchmesser, das heißt die Oberkante ist auf 2,31 Meter, reicht für mich also völlig aus. Wenn ihr jetzt natürlich 2 Meter groß seid, dann solltet ihr das Ganze ein Stückchen weiter nach oben bauen. Ja genau, mit diesen letzten Tipps verabschiede ich mich nun endgültig von euch und wünsche euch viel Spaß und bis bald. Tschüssi, Alex.